Hallo Leute, ich habe heute ein XXL-Haul für euch, denn ich war mal wieder shoppen, aber ich habe die Sachen nicht alle auf einmal gekauft, sondern nach und nach. Ich war ja mit der lieben Lolly in Essen und das war so schön, ihr Lieben. Also es war richtig toll, also echt schade, dass ihr oder dass viele nicht gekommen sind und da habt ihr echt was verpasst. Also es war so schön. Der ganze Tag an sich war einfach richtig toll, die ganzen Leute kennenzulernen. Also ich habe Zuschauer von mir kennengelernt und bin so froh, dass ihr gekommen seid. Und ich habe wie sagt man das, Leute kennengelernt, die Videos drehen. Also Sandmillie, Lil Gracie habe ich kennengelernt, DavyX21, Miss Vanilla Me, Dynamite Beauty, Sasaful, die Nihan und so weiter und so fort. Also es waren so viele liebe Leute da und ja, man konnte gar nicht mit allen irgendwie reden, weil ja, die Zeit war einfach zu knapp und der Tag verging so schnell. Aber wenn ihr sehen wollt, wie der Tag so ablief, ich habe von vorne bis hinten, sag ich mal, gefilmt, also so eine Story draus gemacht und das Video geht auch nur um die 4 Minuten und da seht ihr wirklich, was wir alles gemacht haben, wen ich alles kennengelernt habe und so weiter und so fort. Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Ich verlinke euch das Video einfach in der Infobox. So, da ich ja in Essen war, war ich das erste Mal im Primark und habe mir natürlich ein paar Sachen gekauft. Also ich habe hier mir ein Portemonnaie gekauft. Das ist so ein korallfarbiges und hier kann man so eine Karten reinmachen, ganz viele, also auf beiden Seiten. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich Geld. Also hier Münzen oder hier Scheinchen oder so. Jo. Weil meins halbwegs ein bisschen kaputt gegangen ist vorne und deswegen mal sehen. Dann habe ich mir so eine Wimpernzange gekauft, weil die ganz cool aussah und meine irgendwie nicht mehr so, es nicht so bringt. Und falls ihr Erfahrung mit der Wimpernzange gemacht habt, da ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, könnt ihr mir gerne schreiben, wie die ist. Ach ja, das Portemonnaie hat 5 Euro gekostet und die Wimpernzange hat 1,50 gekostet. Deswegen musste ich mir die mitnehmen. Dann habe ich mir Schmuck gekauft. Und zwar sind das so eine Armbänder. Und das ist so ein eher dunkles Pink. Also in meiner Kamera sieht das ein bisschen heller aus, aber es ist mehr dunkel. Und fand ich eigentlich ganz schön. Also man muss es ja auch nicht immer zusammentragen, sondern man kann die einzelnen Teile ja auch benutzen. Und ja, fand ich ganz cool. Hat 3 Euro gekostet. Und jetzt, also es ist, glaube ich, einer der schönsten Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist es diese wunderschöne Kette. Also ich finde die so schön. Und da ich jetzt Zeit so ein auf dem Gold-Trip bin, also boah, die gefällt mir so gut, also zu diesem Top passt es eigentlich auch ganz gut, oder? So richtig. Boah, die ist so schön. Die hat 5 Euro gekostet. Ja, finde ich ganz toll. Dann habe ich mir noch Schuhe, ein paar Schuhe gekauft. Und zwar sehen die so aus. Die sehen jetzt auch mehr pink aus, aber die sind mehr so Korall. Ja, und die haben auch nur 3 Euro gekostet. Und ich liebe sowieso Schuhe mit einer weißen Sohle. Es gefällt mir sehr gut, dieser Kontrast einfach. Und ja, 3 Euro für diese Schuhe. Und zu allerletzt bei Primark habe ich mir diese wunderschöne Tasche gekauft. Und ja, das ist hier so ein, ja, ein dunkles Beige, Grau, keine Ahnung, ja, Beige eher. Dann hier so ein schönes Gelb. Innen sieht die Tasche so aus und es hat so ein, ja, so ein Muster, so ein Blumenmuster oder so, sieht ganz schick aus und ja, fand ich sehr cool. Also die gibt es auch in mehreren Farben irgendwie und die gab es auch noch mit so einem Mintton. Also falls ihr Videos von Miss Vanilla Me schaut, sie hat diese Tasche gekauft mit so einem Mintton und die fand ich eigentlich auch voll schön, aber ich habe mich dann doch für die entschieden. Gekostet hat die 14 Euro. Das war es von meinem Primark-Einkauf. Und dann war ich bei Lush, das erste Mal in meinem Leben auch bei Lush, obwohl wir hier in Berlin um die 4 bis 6 Lush-Geschäfte haben. Aber egal. Und zwar habe ich mir dieses Honey Trap, also diesen Lippenbalsam gekauft. Honey Trap heißt der. Und da steht White Chocolate Balm for Vanilla Honey Kisses. Also ja, weiße Schokolade, weißer Schokoladenbalsam für Vanille-Honig-Küsse. Ja, hört sich auch gut an, oder? Und ich habe sehr viel Gutes hierüber gehört. Und ja, innen drin sieht das so aus. Was natürlich doof ist, dass es so ein Ding ist, wo man immer mit den Fingern reintatschen muss. Aber naja, nimmt man sich halt so ein,
Tuch mit immer und dann vorher, also Finger sauber machen und dann da rein oder so. Und es riecht auch, ja, so nach weißer Schokolade und, aber hat auch was Minziges, finde ich, also irgendwas mit Minze? Nee. Ja, stimmt, doch nach Honig riecht es, aber es hat auch was Minziges, finde ich. Naja, aber das fühlt sich sehr schön auf den Lippen an, muss ich sagen. Aber die Preise sind dann natürlich sehr hoch. Also es hat schon irgendwo wehgetan. Aber man kann dort mit gutem Gewissen einkaufen, weil da ist nicht so viel Chemisches drin. Also diese ganzen chemischen Produkte, die überall anders drin sind, sondern es ist eher was Natürliches. Und ja, und was sehr toll an dieser Firma auch ist, dass die keine Tierversuche machen, also so die Produkte an Tieren testen und so. Und deswegen kann man da auf jeden Fall mit gutem Gewissen einkaufen gehen. Ja, dort wurde ich auch sehr, sehr toll beraten von der lieben Inga. Liebe Grüße an dich, falls du das Video siehst. Und die sieht aus wie Hermine von Harry Potter. Also wirklich, aber noch hübscher. Und boah, die war so lieb und hat mir dann auch noch 2 Pröbchen mitgegeben, weil ich Interesse an der American Cream hatte. Und, also es ist ein Conditioner, hat sie mir 100 ml mitgegeben, hier so in 2 Döschen. Und die American Cream, boah. So, und der Conditioner sieht, wow, so aus. Riechen tut es, ja, nicht so mein Fall. Irgendwie komisch, ich kann den Geruch auch nicht beschreiben. Aber, ja, das ist halt ein Conditioner für, also doppelt starker Conditioner mit frischen Orangen, Erdbeeren und Honig. Er lässt dein Haar unglaublich weich und glänzend werden. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das klappt, weil ich da auch sehr viel Gutes gehört habe. Dann hat sie mir noch ein Shampoo mitgegeben. Also eine Probe hiervon. Und zwar sieht das so aus, also da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nie so ein Shampoo benutzt. Immer nur diese, was aus der Tube da nur so kommt, oder wie man es nennt. Ja, und da hat sie mir einfach gesagt, hier so drauf auf der Kopfhaut hier so ein massieren. Und es ist auch nicht so gut schäumt, hat sie mir gesagt, aber dass es ja egal ist. Und es soll die Haare auch sehr, oh, was steht hier? Kokos-Shampoo, um trockenes Haar weicher zu machen. Ja, also da bin ich gespannt. Und es riecht so gut. Es riecht so lecker nach Kokosnuss. Und boah, also da könnte ich die ganze Zeit dran schnüffeln. Naja, aber wirklich eine sehr, sehr tolle Beratung. Und ja, das war es auch schon von Lush. Also wie gesagt, habe mir nur das hier gekauft. Dann war ich bei Douglas, weil ich auf der Suche nach einer Tages- und Nachtcreme war. Und da wurde ich auch sehr nett von einem jungen Mann beraten. Und ja, ich habe mir hier diese Venus Day and Night Cream Moisturizing Mattifying Creme gekauft. Und die sieht halt so aus. Ich habe die gestern Abend das erste Mal drauf gemacht. Und ja, also ich fand die schon sehr, sehr schön auf der Haut. Und auch heute Morgen war meine Haut sehr, sehr schön. Und ich habe auch nur wenig benutzt. Ich weiß halt nicht, ich habe nicht gefragt, wie viel man davon benutzen muss. Aber naja, ich kann euch die Creme mal zeigen. Also es sieht aus wie eine ganz normale Creme einfach nur. Und ja, also ja, so sieht die aus. Und dann ist die halt so. Und die spendet schon sehr schön Feuchtigkeit. Aber ich habe nach dem Duschen gestern halt nicht so viel drauf gemacht, weil der Preis hierfür ist, sage ich mal, nicht so günstig. Also bei Douglas könnt ihr euch ja eh schon denken. Also die hat 8,95 Euro gekostet. Und es ist für mich sehr viel. Also ich habe noch nie, also diese Creme hier vom BB kostet, glaube ich, um die 2 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Und ich habe noch nie fast 9 Euro für eine Creme ausgegeben, ganz ehrlich. Und deswegen bin ich da schon sehr sparsam mit und habe gehofft, dass sie sehr ergiebig ist. Aber ich glaube, man muss ein bisschen mehr benutzen. Was ja dann doof ist, weil die so schnell leer geht. Aber ich bin so mit ihr zufrieden als Nachtcreme, aber als Tagescreme, weil ich habe die heute auch unter meiner Foundation und so. Und da habe ich halt, wie gesagt, wieder nicht so viel benutzt und habe das Gefühl, unter der Foundation ist sie nicht so praktisch. Aber ich werde morgen einfach mal ein bisschen mehr drauf machen und dann schauen. Ansonsten ist sie echt nicht geeignet als Foundation Base, sage ich mal.
Ja, also so als Unterlage. Ja, 8,95 Euro hat die gekostet und als Nachtcreme bin ich sehr zufrieden damit. Also mal sehen. So, dann als letztes war ich bei DM. Ich war eigentlich nur da, um mir diese Balea Creme-Seife mit Himbeerduft nachzukaufen. Und mein Freund und ich, wir haben uns die jetzt 4-mal geholt, weil es nur eine Limited Edition ist. Oh, und die ist so geil. Also die riecht so gut nach Himbeere. Die ist, boah. 4-mal haben wir uns die nachgekauft. Und die kostet, Moment, ich glaube 79 Cent oder so. Balea. 75 Cent kostet die, ja, und die riecht richtig geil, kann ich euch nur empfehlen. Und dann habe ich mir die Balea Lovely Raspberry, das Duschgel, wo man es nennen kann, gekauft, weil ich bei Kolchen, wie heißt die, Kolchen 14 oder so, also Kolchen einfach, das hier gesehen habe. Und das sind ja auch Himbeeren und es riecht auch sehr gut. Nach Himbeeren halt, klar, und es ist ja auch von Balea. Und es ist auch eine Limited Edition und sie meinte, dass das halt richtig pink ist. Also nicht so wie bei normalem Duschgel oder so, was dann meist weiß ist oder mit ein bisschen Farbe, sondern sie meinte, es ist richtig pink, aber ich weiß es selber nicht, ich habe es noch nicht probiert. Gekostet hat das 65 Cent. Ja, habe ich mir auch gleich 2-mal geholt. Und dann habe ich mir gekauft noch ein Quick and Dry Top Coat von Essence. Sieht so aus. Ja, also hier steht trockener Überlack schützt den Nagellack vorm Absplittern. Weil ja, meine Nägel splittern so richtig, richtig schnell ab und ja, das ist dann halt immer sehr ärgerlich. Und mal sehen, ob der was bringt. Der hat gekostet 1,65 Euro. Huch. Ja, so sieht der aus. Dann habe ich mir 2 Lippenstifte gekauft. Ihr wisst ja, ich bin zurzeit auf so einem Lippenstift-Trip. Und das ist einer von Catrice. Der Ultimate Shine 220 Miss Brightside. Ja, also hier steht dann die Farbe, aber das seht ihr jetzt eh nicht. Und den habe ich auch gerade auf den Lippen. Und der ist halt wirklich sehr, also so sieht er aus, so eine schöne korallpinke Farbe. Aber so leicht ist es. Und weil das halt so ein Schein-Lippenstift ist, gibt die jetzt nicht so extrem Farbe, sondern es ist halt sehr, nicht cremig, aber schon. Es ist sehr, gibt sehr viel Glanz und so, als ob ihr eure Lippen pflegt. So. Ja. Der ist so, also ich finde den so schön, die Farbe. Es ist halt echt. Fühlt sich richtig gut an auf den Lippen. Und der hat gekostet 3,95 Euro. Ja, geht aber für einen Lippenstift, finde ich. Und dann habe ich mir vom P2 noch einen Lippenstift gekauft, von dieser Mission Summer Look LE. Intense Color Lipstick, das ist die Farbe 020 Pretty in Pink. Die wollte ich mir letztens schon kaufen, aber da war die ausverkauft. Und sieht so aus. Und kann die euch ja mal swatchen. Also ist auch so ein koralliger Ton. Rosa Korall, würde ich mal sagen. Ich kaufe mir irgendwie in letzter Zeit immer nur noch Koralltöne. Schlimm. Ja. Den hatte ich jetzt noch nicht auf den Lippen. Aber ihr wisst ja, ich werde die Sachen wieder, also vor allem die Lippenstifte, werde ich dann nochmal auf meine Lippen beide auftragen und das dann abfotografieren und dann werdet ihr es auf meinem Blog finden. Ja, dann als allerletztes, habe ich gesagt, wie viel es gekostet hat? Der hat gekostet 2,95 Euro, ja. Und zu allerletzt habe ich mir einen Blush gekauft von Catrice. Also ich mache den mal lieber auf. Oh. So, seht ihr es besser, glaube ich, oder? Oh. So sieht der aus. Und oh mein Gott, das ist die Farbe, die 050 Aprikos Smoothie. Smoothie, oh mein Gott, ey, ich hasse so eine Wörter. Also ich habe irgendwie voll vieles hiervon gehört, aber ich weiß auch nicht mehr von wem unbedingt. Und ich wollte sowieso mal ein neues Rouge ausprobieren und von daher habe ich mir die hier geschnappt. Und es hat gekostet 3,45 Euro. Ja. Also mal sehen. Ja, das habe ich mir alles gekauft.
Aber die Sachen von DM hat mein Freund bezahlt, ja. Da war ich auch baff. Standen wir an der Kasse und auf einmal hat er gesagt, komm, ich zahle das. Habe ich mich schon gefreut. Ja. So, und zu allerletzt habe ich hier noch ein Long-Lasting Stick Eyeshadow von Kiko. Und den habe ich mir nicht gekauft, sondern den habe ich geschenkt bekommen. Aber ich dachte mir, ich packe das gleich mal in den Haul mit rein. Und zwar ist es so ein, ja, so ein Eyeshadow halt. Er sieht so aus. Und ich kann den euch ja mal swatchen. So sieht er aus. Voll schön, oder? Und den habe ich, wie gesagt, geschenkt bekommen von der lieben St. Millie. Vielen, 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 vielen Dank dafür. So lieb von dir, dass du mir einfach hier sowas schenkst. Also, ganz, ganz lieb. Dankeschön. Und der ist so toll. Und ja, ich liebe den wirklich. Und ja, das war es dann jetzt von meinem Haul. Ich hoffe, das Video ging nicht zu lange. Ich habe mich wirklich versucht, mit dem Quatschen zurückzuhalten. Und damit das Video jetzt nicht extrem lange geht. Falls ihr die Lippenstifte oder auch das hier nochmal besser geswatcht oder aufgetragen sehen wollt, dann schaut doch einfach auf meinem Blog vorbei. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch mein Video vom Essen, Trip, YouTuber-Abonnententreffen anschauen würdet. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Facebook, Twitter, Instagram, alles unten in der Infobox. Einfach mal vorbeischauen unten und ja, dort findet ihr alles. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!